heute mache ich eine Sendung mit dem Flo. Das wird eine ganz außergewöhnliche Sendung. Die solltet ihr euch auf alle Fälle mal angucken. Wir gehen mit den Vögeln jagen. Sind nicht die typischen Haustiere. Sie ist ein Rotschwanzbussard, Weißgesichtseulen. Fasst wilde Greifvögel bitte niemals an. Nee-Eulen. Traut ihr euch auch? Wenn ich einen Papagei habe, der dann so runterguckt, dann weiß ich also, jetzt brauche ich gleich einen Pflaster. Ja, da staunt ihr. Der Flo ist heute mein Gast. Hi. Wir haben auch so kleine Kaninchen-Eulen im Geschäft, aber das, was du als Hobby-Haustiere hast, ist dermaßen ungewöhnlich. So was hatten wir hier noch nie. Und ich habe den Flo mal gefragt, ob er uns mal seine Haustiere mitbringt. Sind diese Tiere Haustiere? Nein. Also im Haus wären die ein bisschen zu viel. Wobei man die kleinen Weißgesichtseulen oder sowas im Winter, sollten die in Innenräumen leben. Also kann man die auch in einer groß genugen Voliere auch mit im Haus halten. Ja, aber ein Hund ist ja auch ein Haustier, gehe ich ja auch mit nach draußen. Ja, aber das sind ja nicht nur Haustiere, das sind ja im Endeffekt auch zum Beispiel Jagdbegleiter. Wir gehen ja mit den Vögeln jagen. Es sind nicht die typischen Haustiere. Ja, dafür bin ich ja bekannt. Wir zeigen ja hier auch Krokodile, Riesenschlangen. Und da wird immer gesagt, hier Exoten geht gar nicht. Dabei wissen auch die meisten Menschen gar nicht, dass fast jedes Tier ein Exot ist. Die griechische Landschildkröte kommt, wie der Name sagt, aus Griechenland. Der Goldhamster kommt aus Syrien, der Wellensittich aus Australien, also alles Exoten. Ja. Kommt einer von denen hier in Deutschland vor ursprünglich? Nein, keiner. Hast du denn Tiere, die auch in Deutschland vorkommen? Ja, ich habe europäische Habichte, also einheimische Habichte. Ja. Ich habe also einen reinen mitteleuropäischen Habicht. Der kommt hier bei uns vor. Das ist unser bekannter Habicht, den wir hier haben. Wir haben Steinkäuze oder auch mal Schleiereulen. Das ist auch die einheimischen Arten. Und Steinadler? Nein. Ich habe also vor kurzem gesehen, ich fahre ja so im Urlaub öfter mal mit so einem Hausboot. Ich war also jetzt im Herbst letztes Mal an der Müritz und da habe ich also Seeadler gesehen. Mhm. See- und Fischadler. Die haben wahrscheinlich alle am Ufer gedacht, er hat nicht alle auf dem Zaun, weil ich bin also die gleiche Strecke mit dem Boot, ich glaube, 5-mal hin und zurück gefahren, weil ich den mehr sehen wollte, mehr genießen wollte. Aber ich kann mich auch wirklich an solchen Tieren überhaupt nicht satt gucken. Die haben ja irgendwie so was ganz anderes. Er oder sie? Ist sie. Und wie heißt sie? Luna. Sie ist ein Rotschwanzbussard. Also und die, den darf man einfach so anfassen? Ja, sie ist sehr locke, so nennen wir das in der Falknersprache. Also das heißt, sie ist sehr entspannt. Ich habe hier schon ein Pflaster, das ist aber nicht von ihr. Ist nicht von ihr, sie war es nicht. Nein, das Pflaster ist aus dem Erste-Hilfe-Schrank. Sie ist wirklich so. Und da kann ich jetzt einfach so dran. Man sollte niemals einen Greifvogel von hinten, ich meine wilde Greifvögel, fasst die sowieso bitte niemals an, die werden euch wehtun. Aber wenn man einen abgetragenen Vogel, so nennen wir das, wenn wir die ausbilden, anfasst, immer von vorne. Der Vogel muss einen sehen, der Vogel soll merken, dass ich ihn anfasse und nicht mit der Hand vor oder zurückgehen, weil wenn ich wegziehe, ist es ein Fluchtreflex. Es sind Greifvögel, in dem Moment, wo was vor denen flieht, könnten die zuschlagen. Aber wenn ich die einfach so anfasse, dann ist das gar kein Problem. Schlägt der zu mit dem Schnabel? Nein, das sind Grifftöter. Alle ihre Beute würden die jetzt nur mit ihren Fängen schlagen. Also jetzt alle, die da mal so zugucken und haben zu Hause, also dann so kleine Häschen und so zu Hause, müsst ihr jetzt nicht traurig sein, wir zeigen das auch nicht. Aber es gibt ja ganz viele hier von uns, die auch alle sitzen, die auch Fleisch essen. Also jetzt so ich zum Beispiel. Ich auch. Wenn es in der Natur niemand geben würde, der die viel zu vielen Kaninchen, die es in der Welt geben würde, dezimiert, also aufisst, hätten wir keine Wiesen, keine Bäume, kein gar nichts mehr. Ja. Dann wäre einmal ganz kurz alles voll Kaninchen und danach wäre alles voll verhungerter Kaninchen. Ja, und Krankheiten. Das Problem ist zum Beispiel, was wir ja machen mit unseren Greifvögeln, wir jagen ja ganz viel in befriedeten Bereichen. Das heißt auf Friedhöfen, Stadtparks, alles, wo theoretisch die Jagd ruht, wo nicht mit der Kugel bejagt werden kann, da hat das Kaninchen kaum natürliche Prädatoren. Ja. Wir haben in der Stadt wenig Füchse, wir haben wenig Steinmarder. Ja, kennt ihr das Wort Prädatoren? Vielleicht müsstest du. Also ja, Prädatoren, Raubwild. Also wir haben nicht genug Feinde. Das Wort für die hatten Kaninchen. Wir noch nie in einer unserer Videos. Ja. Prädatoren. Jetzt muss ich klug scheißen. Ne? Nein, total, total super. Das ist ja, wir wollen ja. Also ich mache ja meine Fans ja nicht voll lateinischer Namen. Nee. Dieses Klugscheißen nur mit irgendwelchen Namen, aber dieses Prädatoren, das ist ja nun mal ein markantes Wort. Ne? Ja, die Greifvögel sind auch alles Prädatoren. Das ist einfach so. Dadurch, dass wir zum Beispiel in diesen befriedeten Bereichen jagen mit unseren Vögeln auf diese Kaninchen. Es heißt jetzt nicht, wenn wir 30, 40 Kaninchen sehen, dass wir davon 30, 40 fangen. Wenn wir eins fangen, haben wir einen wirklich guten Tag.
Und unser Vogel fängt in erster Linie erstmal das Alte, Kranke und Schwache. Ja, weil er nicht so schnell wegläuft. Genau das ist es. Vögel sind ja, die sind ja nicht dumm. Seit ich den Flo kenne, gehe ich auch gar nicht mehr auf den Friedhof. Ne? Ich kann ja nicht mehr so schnell laufen und mit dem Moped darf ich da nicht. Und da habe ich einfach irgendwie so Bedenken. Also ich gehe lieber weiter arbeiten. Also irgendwie lächelt der nicht. Kann auch so ein Raubvogel lächeln? Nein, nein, nein. Der guckt immer so. Nein, die haben keine richtige Mimik theoretisch. Also das, was sie jetzt gerade macht, ist sie sehr skeptisch. Sie guckt jetzt einfach nur gerade skeptisch, weil alles hier neu ist, sie das nicht kennt. Du kannst ruhig lächeln, das ist ein netteres Video. Sie hat die Schokoladenseite noch nicht richtig rausgeholt. Also wenn ihr damit jetzt jagen geht, das halte ich ja eigentlich für eine total natürliche ist es, ja. Jagd. Da sind keine Waffen und da gibt es eine Chance. Also ein Gewehr mit Zielfernrohr, der dahin, der weiß gar nicht, was ihm passiert. Wie groß ist denn die Chance? Du hast gerade gesagt, so aus 30 Kaninchen vielleicht eins. Ja. Aber ich habe es schon ganz oft gesehen. Ich bin ja Naturbeobachter und so, wenn ich mit einem Boot fahre oder auch wenn ich so im Urlaub bin, fast immer irgendwo in der Natur in Deutschland unterwegs, dann sehe ich also regelmäßig auch Greifvögel im Anflug und dann steigen die wieder auf und war nix. Mhm. Wie oft haben die denn die Version war nix? Also das ist relativ häufig. Das Problem ist, das Wild hat ja in der Natur einen viel, viel höheren Chancen. Die haben ja eine Chancengleichheit, nennen wir das. Das heißt, das Wild kann wieder in den Bau flüchten beim Kaninchen, das Wild kann wieder in eine Hecke flüchten. Also im Endeffekt gibt es da keine richtige Faustformel. Haben die ein gutes Revier, kommen die auf viel Wild, haben die ein Revier, was nicht so viel oder nicht so eine hohe Population hat, dann schaffen die nicht so viel Wild und dezimieren sich auch selber. Viele Greifvögel, zum Beispiel beim Habicht oder beim Bussard, die haben 4 bis 5 Jungvögel, davon überlebt im Regelfall nur einer das nächste Jahr. Weil die dann verhungern oder verunglücken. Das heißt aber, wenn ihr die züchtet und die haben 4, 5 Eier, Jungvögel, da werden dann fast alle groß. Da werden alle, also im Regelfall werden alle groß. Passiert mal irgendwas. Ja, sicher, klar, kann auch irgendwas passieren. Kann. Ja. Aber bei uns werden alle groß. Richtig. Ja. In der Natur zum Beispiel, wenn der Vogel nichts fängt, verhungert er. Bei uns kann er ja, wenn er zu uns zurückkommt, bekommt er sein Leckerli. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich glaube, das ist jetzt egal, über wen wir sprechen. Hier sitzt auch noch einmal, falls ihr den nicht gesehen habt. Wie heißt der denn? Wolke. Der sieht auch weiß aus wie eine Wolke. Das sind also Nachtvögel. Nein. Ey, jetzt lerne ich noch was. Ich dachte so Eulen und Uhu und Käuzen sind alles Nachtvögel. Nein. Es gibt auch bei den Eulen oder bei den Käuzen gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja zum Beispiel die Tagaktiven, so wie zum Beispiel die Schneeeule oder der Sperlingskauz, der Steinkauz ist viel tagaktiv. Einige Leute haben diesen Irrglauben, dass sie mitten in der Nacht beim Stockdusternen rumfliegen. Ja. Die meisten Vögel sind dämmerungsaktiv. Das heißt, die meisten Eulen beobachten am Tag, wo ist ihre Beute und sind dann in der Dämmerung aktiv und machen ja halt viel mit ihrem Gehör. Aber wenn es stockduster ist, Dann können die auch nicht extrem gut sehen. Die können sich dann nur auf ihr Gehör verlassen. Also ich glaube, wir müssen alle Kinderbücher nochmal neu schreiben. Ja, so kann das sein. Also nein. Habe ich so gelernt, dass alle, die so aussehen wie Eulen, wie Käuze, und so eine Schneeeule, kann das sein, dass ich sowas auch mal in Brandenburg an der Havel gesehen habe? Nein, also dann ist sie von einem Falken abgehauen. Ja, aber die aber sind hier nicht an. Die waren ein bisschen zu weit weg, also im Fernglas sah die gut aus und ich dachte, das wäre eine Schneeeule. Wo kommt die dann von zu Hause her? Also die kommt aus der Tundra. Die Schneeeulen sind theoretisch sehr, sehr weit nördlich. Also bei uns wären die nicht einheimisch. Es gibt wohl Populationen oder es gibt auch immer wieder Tiere, die zum Beispiel in England gesehen werden. Aber im Regelfall sind es welche, die von Falknern abgehauen sind. Durch diesen ganzen Harry Potter Hype. Da wahrscheinlich eine große Nachfrage. Ja, sehr, sehr große. Das machen also immer diese ganzen Filme, Spielfilme. Ja. Negativste Beispiel war 101 Dalmatiner. Ja. Das war ja der Superhype und die Hunde wurden in so Massen gezüchtet. Alles wurde großgezogen, mit allen Tieren wurde weitergezüchtet, ob gesund oder nicht, war egal. Hauptsache Kohle. Das ist ja das, was wir eigentlich immer verhindern wollen. In meinen Augen ist das Schönste und das Beste die Hobbyzucht. Der Privatmann, der sich um ein Tier oder besser um ein Paar kümmert, der kennt, der weiß, dass er nicht böse guckt, sondern dass der so guckt und dass ich nicht die Hand wegziehen darf, sondern einfach die Hand hinhalten darf und ihn streicheln kann.
Und dabei wird er ganz ruhig, ich langsam auch. Traut das ist ihr, immer das Beste daran, ne? Traut ihr euch auch langsam? Also wenn ich einen Papagei habe, der dann so runterguckt, ne? Dann weiß ich, also jetzt brauche ich gleich ein Pflaster, mindestens. Einmal hatte ich schon mal den Finger gebrochen von so einem Papagei. Wenn ich den Schnabel sehe, Papageienschnabel ähnlich. Eher Falken. Der Falkenschnabel ist ja, der Falke ist ja mit dem Papagei verwandt. Aha, jetzt der haben ist wir noch ja, was gelernt. Ja, der Papagei und der Falke sind ja am nächsten vom Genpool. Und deswegen hat der Papagei und der Falke haben einen ähnlicheren Schnabel. Der Falke frisst keine Körner. Also es gibt zwar Falken, die auch Insekten fressen, aber alle Falken sind Fleischfresser. Da gibt es gar keinen, der so Grünes frisst, wenn er jetzt schon das Kaninchen geschlagen hat, dass er mal daneben sitzt und zupft dann noch ein paar Grashalme mit. Als ich letzte Mal einen Steak gegessen habe, da hatte ich dann auch ein bisschen Salat dabei, ne? Ja, aus Versehen. So wäre es beim Greifvogel meine auch. Meine Frau guckt sonst immer so böse, wenn ich nur das Fleisch esse. Die nehmen nur das Stück Fleisch. Kann mal sein, dass die durch Zufall oder sowas, wenn die jetzt im Gras sitzen, zum Beispiel beim Turmfalken, der sitzt da drauf und hat eine Maus und schlägt die im Gras und hält Gras mit fest. Das ist jetzt nicht als Beilage zu rechnen. Die Vitamine, die die brauchen, nehmen die ja über die Nagetiere und über das Futter, was sie bekommen, nehmen die das ja auch. Eigentlich die Grünkost ja auch, weil der Nagetier hat ja Grünkost im, genau, im Darm. Im Darm, ne? Ja, im Magen und im Darm. Wird und ja auch eigentlich gerne gefressen. Man kennt das so, wenn Raubkatzen zum Beispiel in der Wildnis Antilopen oder sowas schlagen, die reißen als erstes meist den Bauch auf und essen also erst die Eingeweide, also essen sie das Grüne. Das ist also dann der Salatteller. Und so haben die das zum Beispiel auch. Also die nehmen alles theoretisch über den Magen des Beutetiers auf. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch bei unseren Vögeln ganz wichtig, dass die abwechslungsreiches Futter bekommen. Die können ja jetzt nicht nur eine Sorte an Futter bekommen, sondern die müssen abwechslungsreich ernährt werden, weil die zum Beispiel eine Maus, würde so ein Bussard, schluckt die im Ganzen. Der hat alles dann mit drin. Weil jetzt der kleinen Weißgesichtseule, die zerzupft die. Wenn ich ihr aber Mäuse in anderen Größen gebe oder auch meine Babyratte oder sowas, dann frisst die wieder komplett. Wenn die jetzt schlagen, wenn der in der Natur, würde ich dem mal zutrauen, dann schafft er so ein Kaninchen? Ja, die Rotschwänze schaffen Kaninchen, aber die würden jetzt in der Natur, also in Amerika, wo die vorkommen, ernähren die sich zu 90% oder 80% knapp von Eichhörnchen. Aber denkt daran, in Amerika, die Eichhörnchen sind einmal größer, zweitens viel, viel vermehrungsfreudiger und meiner Ansicht nach sehen die nicht auch so niedlich aus wie unsere Roten. Die sind auch rotzfrech. Habe ich nicht gesagt, ich bin Tierfreund, aber die sind wesentlich frecher und aggressiver als unsere Eichhörnchen. Sehen vielleicht nicht ganz so putzig aus, aber jedes Tier hat seine Existenzberechtigung und jedes Tier ist auch schön, schön für sich. Ja. Und ich finde eine Erdkröte, wo ganz viele sagen, finde ich ganz faszinierend. Apropos Erdkröte, fressen die auch eine Erdkröte? Fressen die Reptilien? Ja, also die Rotschwänze zum Beispiel in Amerika fressen ja auch Schlangen. Die gehen am Reptilien, die fressen auch Eidechsen. Zum Beispiel unser einheimischer Mäusebussard, den man immer so schön kreisen sieht bei uns. Achtung, jetzt kackt der Vogel gleich? Nee, doch nicht. Hast du fein gemacht. Ist stubenrein. Fast. Ja, fast stubenrein. Unser einheimischer Mäusebussard zum Beispiel ernährt sich sehr, sehr viel auch von Würmern. Eigentlich muss der Wurmbussard heißen, weil man kennt das ja, dieses schöne Bild, wenn man an den Feldern langfährt und dann sitzen da die Bussarde auf dem Feld. Die suchen in erster Linie nicht Mäuse, sondern die wissen, weil das Feld umgegrobert wurde, sind jetzt einmal Mäuse, aber auch viele Würmer draußen. Und dann holen die sich die Würmer. Ja, aber das wird ja, glaube ich, sowieso immer alles ganz falsch gesehen. Da sieht man ja auch immer so, was der Wolf alles schlägt. Ja. Ja, und er ist ja oft im Winter froh, mal eine Maus zu kriegen. Das ist also gar nicht so, diese super Stories, immer nur große Tiere schlagen. Nee, die müssen auch am Leben bleiben und gehen dann auch an Kleines dran. Wie groß könnte denn so ein Tier sein, was er schafft oder hört das beim Kaninchen auf? Nein, also wenn wir falknerisch mit denen jagen, also das heißt, ich helfe ja meinem Vogel, sobald er die Beute hat. Ja, du fliegst doch nicht mit. Nee, ich laufe mit, sobald mein Vogel das festhält. Du läufst neben den her oder hinterher. Das schaffe ich nicht, dafür ist sie zu schnell. Das kriege ich nicht hin. Wie schnell fliegt er denn? Also sie ist jetzt recht langsam, also die Bussarde sind in der Endgeschwindigkeit, liegen die so bei 50 km/h, aber die brauchen sehr lange dafür. Eine Habicht ist zum Beispiel ein Kurzstreckensprinter, der hat innerhalb der ersten paar Flügelschläge, ist er schon auf 50 km/h und schießt da hinterher. Deswegen jagen unsere Bussarde zum Beispiel oder auch der Rotschwanzbussard, würde dann außer Anwarte jagen. Das heißt, von einem hohen Punkt sich fallen lassen, damit er schon mal eine Grundgeschwindigkeit bessere hat. Bessere Geschwindigkeit zu kriegen. Ja, in Amerika gibt es immer so interessante Videos, wenn die Falkner in Amerika mit den Rotschwänzen jagen. Da sitzen die Eichhörnchen auf dem Baum
Und die Vögel lassen sich von oben runterfallen und drehen dann um den Baum wirklich richtig rum, weil die dann den Speed haben. Aber so sonst sind die sehr langsam. Ich fange mit ihr auch Hasen, also normale Feldhasen. Ja, sie braucht, ist ja schon groß. Ja, aber sie braucht dann wirklich so zwischen 50 und 100 Meter, um erstmal mit dem Hasen auf einer Linie zu sein. Dann ist ihre Wendigkeit wieder von Vorteil. Sie kann den nur festhalten. Wenn die den in der Natur fangen würde, würde dieser Todeskampf sehr lange gehen. Und das versuchen wir ja, was ja auch ein Teil der Falknerei ist, wir versuchen das ja, sobald unser Vogel eine Beute hat, fangen wir sie ab, wie wir es nennen. Das heißt, wir beenden das. Weil wenn zum Beispiel ein Habicht in der Natur eine Taube fängt oder sowas, dann kann diese ganze Geschichte 15 Minuten dauern, bis die Taube stirbt. Wenn er jetzt bei uns eine Taube fangen würde, wäre die ganze Geschichte, sobald ich da bin, kann ich den Kopf abnicken oder kann sie abnicken und kann es beenden. Jetzt wird es alle ein bisschen grausam für euch. Aber damit ihr jetzt nicht eine schlaflose Nacht habt, ja, würde ich sagen, wir beenden hier an der Stelle die Sendung. Wir sitzen hier gleich bestimmt noch eine ganze Zeit zusammen. Wir können das nur aufzeichnen. Ihr schreibt da unten in die Kommentare. Ihr wollt noch mehr über Greifvögel wissen. Dann zeigen wir euch mal in 3-4 Wochen die nächste Folge davon. Wir sehen uns auch bei anderen Filmen, bei vielleicht friedlichen Tieren, nächste Tage wieder. Tschüss, bis dann. Ciao.